Habi deri und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wird das Video mal ein wenig anders. Ich werde weniger arbeiten, dafür mehr reden. Darum sitze ich da ganz entspannt. Man sieht es im Hintergrund. Um das Thema soll es heute gehen. Ich bin eingeladen worden vom Backofenmeister, der zugleich auch mein Cousin ist, einen Vortrag zu halten über das Thema Brennholz. Ist es wirklich so nachhaltig von der Erbringung bis zum Verkauf? Ich rede gar nicht mehr lang rum, wir steigen gleich ein. Es geht um die Nachhaltigkeit von regionalem Brennholz, von der Erbringung bis zum Verkauf. Ich muss leider ein bisschen ablesen, weil, wie gesagt, die Vorbereitungszeit ein bisschen kurzfristig war und von dem her. Wie es wahrscheinlich alle wisst, Holz zählt bei der Verbrennung als CO2-neutral. Also das heißt, das Holz, wenn man verbrennt, setzt nur so viel CO2 wieder in der Atmosphäre frei, wie es vorher in sich gebunden hat beim Wachsen. Im Vergleich zu anderen Energiequellen kann da Brennholz durchaus sich sehen lassen, weil wenn man betrachtet, Kohle und Öl sind nicht erneuerbare Energiequellen, also die haben irgendwann zu Ende und erfordern natürlich große Industrieanlagen und verursachen durch den Transport lange Verkehrswege und nicht auch allzu selten politische Konflikte. Strom aus Wasserkraft und Wind sind zwar sehr nachhaltig, aber bedeuten immer einen großen Eingriff in die Natur. Und auch Pellets machen eine industrielle Fertigung, verursachen längere Transportwege als Brennholz aus der Region. Der Lerris Mytting, ich weiß nicht, ob ich den Nachnamen richtig ausspreche, weil es ist ein Norweger, der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Mann und sein Holz oder Der Mann und das Holz. Ich weiß nicht, ob er das heute überhaupt noch so nennen dürfte, aber lassen wir es einfach mal so stehen. Der spricht von einer rührend kleinen Infrastruktur, die für die Holzfeuerung nötig ist. Was braucht man dazu? Ein Ofen, eine Hacke, also eine Axt, ein Motorsäge, ein Transportfahrzeug und im besten Fall ein Baum in seiner Nähe, wo dann später ein junger Baum wieder nachwachsen kann. Natürlich klingt das Ganze jetzt recht kleinparzellig. In der Realität schaut das Ganze natürlich ein wenig anders aus. Wichtig dabei ist auch immer, diese Regionalität zu bewahren. So kann Brennholz zum Beispiel als zweite Energiequelle im Haus in Form von einem Kaminofen im Wohnraum für die Entlastung der primären Heizungsquelle, kann jetzt sein Ölofen, Gasofen, Pellets, sonst irgendwas dienen, um einfach in Spitzenzeiten der kältesten Periode der Jahreszeit für Entlastung zu sorgen. Auch die Tatsache, dass der eigene Holzstapel vor der Haustür ohne Wenn und Aber ganz einfach zu 100% immer zur Verfügung steht, bedeutet ein Stück Sicherheit anderen Energiequellen gegenüber. Aber wo kommt das Brennholz im Grunde eigentlich immer her? Wir haben einmal die Selbstwerber, das sind die, die beim Staat oder bei anderen Privatwaldbesitzern das Brennholz selber rausmachen oder von der Forststraße direkt abholen. Dann haben wir natürlich die Privatwaldbesitzer alle, die meistens das Holz für ihren Eigenbedarf rausmachen oder auch das Brennholz, sei es jetzt ab der Forststraße oder auch ab Stock, also das heißt den stehenden Baum, oder einfach ofenfertig verkaufen. Und dann haben wir natürlich die reinen Brennholzhändler, die kaufen das Holz irgendwo zu und verkaufen das dann ofenfertig wieder weiter an die Privatkunden. Und solange diese Entnahme von Brennholz eine Wiederaufforstung im mindestens gleichen Maß gegenübersteht, wird beim Verfeuern ein natürlicher Prozess in die eigenen vier Wände verlagert. Das heißt, die Bäume binden das CO2 und geben es bei der Verbrennung wieder ab. Das ist im Grunde das Gleiche, was passiert, wenn der Baum im Wald abstirbt und wieder verrottet. Da wird das CO2 auch wieder freigesetzt und genau im gleichen Ausmaß machen wir das auch, wenn wir das Holz verbrennen. Wichtig ist dabei natürlich immer die Herkunft von dem Holz, um die Transportwege so kurz wie möglich zu halten, weil dadurch die CO2-Bilanz natürlich geschmälert wird, wenn das Holz aus Osteuropa oder irgendwas bis zu uns hertransportiert werden muss. Um es dazu zu verbrennen, dann schaut die CO2-Bilanz natürlich dann wesentlich schlechter aus. Was die CO2-Bilanz natürlich auch schmälert, sind großflächige Kahlschläge, die bei uns in der Region jetzt glücklicherweise nicht stattfinden, im besten Fall.
Es ist natürlich immer die letzten Jahre ein kritisch gewesen mit großen Kalamitätsschäden. Heißt, wenn ein Sturm kommt und viel umschmeißt oder wenn der Borkenkäfer drin ist und ein großes Nest da anlegt. Aber das wird Gott sei Dank bei uns in der Region immer wieder gleichwertig aufgeforstet, sodass das, was rausgenommen werden worden ist, auch wieder nachwachsen kann. Rausgenommen wird im besten Fall Einzelstamm, also das nennt man Einzelstammentnahme. Das heißt, alte, große, erntereife Bäume werden einzelweise rausgenommen aus dem Wald, weil die einfach keinen Mehrwert mehr haben für den Wald. Die bilden Schattenflächen, wo die Naturverjüngung nicht anschirmen kann und nicht nachwachsen kann. Darum nimmt man einzelstammweise die großen Bäume raus und die kleinen können wieder nachkommen. Wenn es kleinflächig sinnvoll oder unumgänglich ist, um kleinflächige Kahlschläge zu machen, dann, wie gesagt, macht man meistens ist notwendig einen Zaun drumherum und lässt da wieder Baum wachsen. Natürlich gibt es überall, wie so oft der Fall ist, auch schwarze Schafe, die wo das nicht machen. Bei uns in der Region oder in Deutschland allgemein ist das eigentlich nicht der Fall, weil in der Regel, also ich muss dazu sagen, wir haben mehr als 50% in Deutschland in Privatwaldbesitz. Deutschland ist so ungefähr ein Drittel der Gesamtfläche bewaldet und von der Waldfläche haben über 50% im Privatwaldbesitz. Die anderen, ich glaube, dass so 48 oder 47% sind, haben dann in Gemeinde, staatlich und Bundeshand. Da schaut die Bewirtschaftung wieder ein bisschen anders aus, weil das sind, ja, da muss halt was rausstehen dabei. Bei den Privatwaldbesitzern ist das meistens, ja, ich möchte es jetzt nicht Liebhaberei nennen, aber man kümmert sich um seinen eigenen Wald, weil man den ja im besten Fall an seine nachkommende Generation weitergeben möchte. Und was dazu kommt, der Waldbesitzer ist natürlich auch der Brennholzerzeuger. Also schaut er natürlich auch, dass er sich nicht das eigene Wasser abgrabt, sondern dass er immer was hat, wo er damit wirtschaften kann. Das Brennholz entstammt meistens oder eigentlich überwiegend einer schonenden und werterhaltenden Waldwirtschaft, bei der nur entnommen wird, was auch natürlich nachwachsen kann. Gesundes und gerades Holz zum Beispiel wird im besten Fall nicht zu Brennholz verarbeitet, weil das war viel zu kostbar. Das wird meistens als Stammholz an Sägewerksbetreiber oder Sägewerke weiterverkauft. Und da schaut die CO2-Bilanz dann wesentlich besser aus, weil das CO2, was in dem Stammholz gebunden ist und dann entweder zu Möbel oder zu Gebäude weiterverarbeitet wird, in dem Holz gebunden bleibt, bis dieses Lebensalter dieses Gebäudes oder dieses Möbelstücks dann zu Ende ist und dann kann man es immer noch verbrennen. Also damit kann man die CO2-Bilanz um einiges besser dastehen lassen, weil einfach dieses CO2 über sehr lange Zeit gespeichert bleibt. Die Äste und die Rindenanteile, die anfallen bei der Holzernte, werden auch im besten Fall, früher hat es einmal die Devise gegeben, bis zur letzten Nadel alles raus aus dem Wald, mittlerweile ist man davon wieder weggekommen. Man sagt, alles, was man nicht direkt verwerten kann oder was nicht unbedingt einen hohen Ertrag bringt, heißt Äste und Rindenanteile lasst man im Wald, weil man einfach mittlerweile weiß, gut, früher hat man es auch gewusst, aber man hat es halt nicht gemacht, dass das einfach extrem die Bodenqualität verbessert und die Biodiversität im Wald steigert und den Boden einfach wieder die Nährstoffe zurückgibt. Nicht zum vollen Umfang, aber zumindest zu einem sehr guten Anteil, wo der Boden dann wieder braucht, um neue Bäume wachsen zu lassen. Man kommt nicht darum herum, dass man einfach Rückegassen anlegt, weil man mit seinem Schlepper oder Harvester oder Vorwader, also große Erntemaschinen, natürlich nicht einfach durch den Bestand durchjodelt und da alles festfahrt. Darum kommt man nicht darum herum, dass man Rückegassen anlegt, aber diese Rückegassen werden meistens so sinnvoll angelegt, dass sich die Bodenverdichtung oder die Nachteile der Bodenverdichtung einfach in Grenzen halten. Ja, es ist auch ein sehr heiß diskutiertes Thema, weil so ein Harvester hat nur eine Reichweite von 12,5 Meter im besten Fall. Das heißt, wenn man von beiden Seiten auf der Rückegasse in beide Richtungen arbeitet, ist es zwangsläufig notwendig, dass man alle 25 Meter so eine Rückegasse anlegt. Und naja, wer schon mal, also ich glaube, ihr geht es alle regelmäßig im Wald spazieren, sich das anschaut, dass das sehr geradlinig und katastermäßig angelegt wird. Aber es ist einfach
ja, ich sag mal, der sinnvollste und effektivste Weg zwischen der Bodenverdichtung und der schonenden Holzernte, dass man das einfach so macht. Im Privatwald schaut das ein wenig anders aus, da arbeitet man dann mit Seilwindner. Da ist man ein wenig flexibler, da kann man die Rückegas dem natürlichen Verlauf des Waldbestandes ein wenig anpassen. Und dann zieht man sich die Bäume mit der Seilwindner einfach an die Rückegas hin und kann die dann entweder mit dem Rücke wagen oder man lässt jemanden kommen oder man schneidet es auf der Rückegas auf Meterbriegel dann aus dem Wald raus transportieren. Da ist man da nicht so gebunden an diese 25 Meter Rückegassenabstand, sage ich jetzt einmal. Eine sehr interessante Frage finde ich immer, und die ist mir schon oft gestellt worden, ob ich mir sicher bin, dass auch nur so viel Holz entnommen wird aus dem Wald, wie er wieder nachwachsen kann. Und da gibt es die Bundeswaldinventur, die findet alle 10 Jahre statt. Die Bundeswaldinventur schaut so aus, es wird immer im selben Gebiet immer bestimmte Baumarten ausgesucht. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass man ausgeht und zählt, wie viele Bäume da stehen. Es wird immer auf dem Hektar gerechnet. Sondern man schaut auch die Waldgesundheit, also man schaut, geht es den Bäumen gut, die einzelnen Baumarten, wie schaut es da aus, wie viel Holzzuwachs haben wir pro Hektar, pro Jahr. Und das alles erfasst diese Bundeswaldinventur. Der letzte Stand, sage ich mal, von der Inventur, wo rausgebracht worden ist, war 2012, also es ist schon eine Zeit lang her. Jetzt wird sich bestimmt der eine oder andere denken, wenn alle 10 Jahre diese Bundeswaldinventur gemacht wird, war es 2022 eigentlich wieder so weit gewesen. Das stimmt. Es ist 2022 auch eine Bundeswaldinventur gemacht worden, aber es dauert ein ganzes Jahr, bis die ganzen Daten gesammelt sind aus ganz Deutschland. Und dann dauert es wiederum mindestens ein Jahr, wenn nicht fast 2 Jahre, bis diese Daten dann zur Verfügung stehen, bis das alles aufgearbeitet ist, bis das alles in Diagramme dargestellt worden ist. Und erst Ende 2024 steht dann das Ergebnis oder wird das dann veröffentlicht, was bei der Bundeswaldinventur 2022 rausgekommen ist. Darum habe ich nur diese Daten von 2012. Aber diese Bundeswaldinventur besagt, es wurden in Deutschlands Wäldern in allen Waldeigentumsarten, also vom Privatwaldbesitz bis zum Bundeswald, weniger Holz genutzt, als nachgewachsen ist. Ja, das kann man jetzt so glauben oder nicht, aber es ist in Zahlen festgemacht. Und zwar war der Holzzuwachs in Deutschland pro Hektar pro Jahr bei 11,2 Kubikmeter. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht viel, aber wenn man das auf die ganze Waldfläche in Deutschland umrechnet, haben wir einen Holzzuwachs pro Jahr von 121,6 Millionen Kubikmeter. Das kann man sich, glaube ich, schlecht vorstellen, aber es ist einiges. Kalamitäten in den letzten Jahren, habe ich gerade vorher schon erwähnt, war sehr kritisch. Wir haben sehr viel Sturm, sehr viel Borkenkäferschäden gehabt. Das lässt die Ökobilanz natürlich ein bisschen schlechter dastehen. Das werden wir dann Ende dieses Jahres sehen, wie sich das wirklich auf diese Inventur auswirkt. Aber es muss man dazu sagen, es wäre dementsprechend wieder aufgeforstet und von dem her hält sich das eigentlich alles ziemlich gut in Grenzen. Weil große Flächen, wenn kahl liegen und wieder aufgeforstet werden, dementsprechend schneller können die Bäume wieder wachsen. Wenn es dementsprechend gepflegt, ausgemäht, teilweise vielleicht sogar gossen werden, aber es kommt relativ wieder schnell was nach. Ich habe einen Auszug aus dieser Bundeswaldinventur mal ausgedruckt. Ich werde es dann rumgeben, wo ich mich sehr glücklich schätze, dass ich in der Region leben darf, weil unsere Region darf sich als Weltmeister im Holzvorrat bezeichnen. Fängt jetzt das Ring an. He? Ihr könnt ja gerne wegen weiter herkommen, wenn es wollt. Die teilen die Waldflächen in Bayern in 2 Teile. Einmal die Waldflächen, die wo im Privatwaldbesitz sind. Das sind Flächen unter 20 Hektar und einfach Gesamtbayern. Aber man sieht da auf der Liste, Bayern steht auf Platz 1. Also das heißt, wir sind Weltmeister im Holzvorrat. Also wir Bayern können anscheinend ziemlich gut Holz horten. Und wir haben einen Holzvorrat durchschnittlich von 469 Kubikmeter pro Hektar. Also nicht gesamt, sondern pro Hektar. Waldvorrat, also Holzvorrat im Wald bedeutet, das ist nicht das, was umgesetzt wird, also das, was wir ernten, was wieder nachwächst, sondern das ist wirklich die Masse, die bisher noch nicht einmal angelangt worden ist. Also das, was der Holz, was der Wald zusätzlich noch speichert. Also wir könnten jährlich 469 Kubikmeter pro Hektar Holz mehr nutzen
und hätten trotzdem noch das Gleichgewicht in der Ökobilanz, dass das Holz nachwachsen kann. Wir stehen da auf der Liste auch noch vor Neuseeland. Und wer weiß, Neuseeland ist sehr grün. Also ich glaube, ganz Neuseeland besteht aus Wald. Bayern kommt dann im Gesamten auf Platz 3, Baden-Württemberg auf 4. Österreich liegt sogar noch knapp vor Deutschland, aber Deutschland ist irgendwo dann auf Platz, weiß nicht, ich müsste jetzt zählen, 7 oder 8. Und USA, ja, man kann sich vorstellen, wie die mit ihrem Wald umgehen, die stehen ja ziemlich weit unten. Ich gebe die Liste nochmal rum, wen es interessiert, der kann es anschauen. Und das fand ich einfach sehr interessant, dass wir in Bayern da mit unserem Wald wirklich sehr gut dastehen. Also wir können, ihr kennt es ruhig, jeder von euch, wenn er noch keinen Kachelofen hat, einen einbauen und das ganze Jahr durchschieren, weil Holz haben wir genug in Bayern. Aber welche Vorteile bringt jetzt Brennholz für jeden eigenen von euch? Da ist zum Beispiel ein Punkt, der für mich ganz wichtig ist, dass Brennholz eine absolut krisensichere Wärmequelle bietet. Die Bedeutung und Wichtigkeit von Krisensicherheit, das muss jeder von euch selber für sich beurteilen. Aber vielleicht ist auch ein kleines Argument in einer freundschaftlichen Diskussion mit Besitzern modernerer Heizungsanlagen. Brennholz ist die einzige Energiequelle, die im Notfall ganz einfach selber von mir transportiert werden kann. Das heißt, im Notfall ist der Weg zum nächsten Waldstück oder zum nächsten Baum unbürokratisch, unabhängig von Lieferantenengpässen und geopolitischen Veränderungen und sogar mit einem Schubkahn zu bewerkstelligen. Der Lars Mütting beschreibt die Holzfeuerung als Teil der skandinavischen Volkskultur. Ist klar, der kommt aus Norwegen. Weil in Norwegen gibt es zum Beispiel, ist jeder Besitzer eines Hauses ab einer bestimmten Fläche dazu gesetzlich verpflichtet, eine alternative Wärmequelle zu haben, weil Strom einmal komplett ausfallen kann in Norwegen. Während an der norwegischen Küste auch kritische Fälle mit 6 Tagen Stromausfall und das im Januar bekannt sind. Also wer Norwegen kennt, weiß, dass da im Januar ziemlich zapfig ist. Und wenn da der Strom ausfällt, ist nicht so gut. Wobei der durchschnittliche Stromausfall oder die Stromausfallsdauer bei uns in Deutschland bei 22 Minuten ungefähr liegt. Also das ist zum Verkraften. Einen Spitzenwert haben wir gehabt 2019, da waren es dann 30 Minuten mit 30.000 betroffenen Haushalten. Also kann man jetzt sagen, es ist keine große Sorge bei uns zu erwarten. Aber weil selbst unsere Zentralheizungen und lass es Scheitholz- oder Pelletsheizungen sein, die eh schon regenerativer Biomasse befeuert werden, ohne Strom nicht funktionieren. Oder wenn ein technischer Defekt vorliegt, und das ist meistens zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich festgestellt, freut man sich dann trotzdem, dass ein Kaminofen genau das kann, nämlich ohne Strom funktionieren. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, dass Brennholz eine angenehme Wärmequelle liefert. Ich kenne auch Leute, die sagen, boah, ich komme nicht neben dem Holzofen hinhocken, weil ich fühle mich wie ein Grillhändl. Auf der einen Seite bin ich heiß und auf der anderen Seite alles eiskalt. Ich sage immer, dann dreht es euch halt mal um. Also, hockt euch einmal eine Stunde auf die Seite und eine Stunde wieder auf die andere Seite, dann wird es von beiden Seiten gar. Was da auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich höre es immer wieder, wenn ich sage, ich mache mein Brennholz selber. Ja, aber die Arbeit darfst du halt nicht rechnen, gell? Den Satz, den hört man regelmäßig von Brennholzheizern, dass sie sagen, mei, die Arbeit darfst du halt nicht rechnen. Tatsächlich ist das wirklich so, wenn man jetzt berücksichtigen würde, zum Beispiel die Arbeitszeit plus das Werkzeug, was man dafür braucht, die Betriebsmittel, den Strom, was man verbraucht, den Verschleiß der Werkzeuge und der Arbeitsgeräte, die Fahrzeugeinsätze, die Abdeckmaterialien fürs Brennholz, die durchgeriebenen Arbeitshandschuhe und ich glaube, ich kann jetzt noch 10 Minuten weiterreden, was man alles braucht zum Brennholzmachen und was immer kaputt geht beim Brennholzmachen, dann tat das alles, glaube ich, einer kritischen Kostenrechnung bei vielen Brennholzmachern nicht standhalten. Wahrscheinlich lässt sich das Brennholzmachen eben doch nicht so einfach auf den erarbeiteten Heizwert und in Kilowattstunden bewerten. Ein Holzstoß aber steht eben zu 100% zuverlässig vorm Haus, versorgt die Familie mit Wärme, die einem niemand einfach so abtragen kann. Und ganz zum Schluss möchte ich noch einen Satz sagen,
Und ganz ehrlich, man setzt sie nicht gemütlich vor einen Heizlüfter oder Wärmepumpen hin, weil gemütlich beieinander hocken tut man nur vorm Kaminofen. Und damit herzlichen Dank und einen schönen Tag noch. Das war mein Vortrag über die Vorteile und die Nachhaltigkeit von regionalem Brennholz. Ich hoffe, für euch waren ein paar interessante Punkte dabei. Ich weiß, der Platz, wo ich den Vortrag gehalten habe, war leider nicht sehr optimal gewählt, war aber dem geschuldet, es hat sich am Himmel eine sehr schwarze Wolke angeschlichen, die sich dann auch in einen sehr spürbaren Regenschauer bemerkbar gemacht hat. Trotz allem hat mir das Ganze wirklich viel Spaß gemacht, es hat was Gutes zum Essen gegeben, der Brotsommelier hat sich so richtig ins Zeug gelegt. Wer den Kanal von meinem Cousin noch nicht kennt, ich verlinke euch da oben mal. Da geht es hauptsächlich ums Brotbacken und ums Brotbackofen bauen. Mit dem Video war es für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Und dann bleibt mir zum Schluss, wie immer, bloß noch eins zum Song. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein. Für's euch.